Hallo. Hallo, ich bin der Thomas und als Forscher im Bereich Licht haben wir in den letzten Jahren einige unglaubliche Durchbrüche erleben dürfen. Was aber eines der spannendsten Themen in den letzten Jahrzehnt war, ist, wie Licht direkt in unsere Zellen eindringen kann und dort die Zelle Energie vervielfachen kann. Das mag zunächst sehr, sehr simpel klingen. Zellenergie ist aber für alle Prozesse in unserem Körper essentiell. Ob es jetzt die Regeneration oder auch die Alterung im Menschen ist. Bisher ist es so, dass wir dieses Thema erst langsam verstehen lernen. In über 5000 Studien auf dem Gebiet haben sie aber bereits Wellenlängen des Lichts herauskristallisiert, die einen immensen positiven Effekt auf uns Menschen haben, ohne dabei schädliche Nebenwirkungen zu haben. Aus dem Grund haben wir uns dazu entschieden, bereits jetzt Geräte zu entwickeln, die diese Wellenlängen nutzen. Und wir nehmen diese Wellenlängen aus dem Sonnenlicht, extrahieren sie, komprimieren sie und verstärken sie auf ein Fünffaches des Sonnenlichts. So schaffen wir es, dass wir dieses Potenzial für uns Menschen im Alltag nutzen. Wir haben das Produkt bereits an über 100 Leute in 5 Kontinenten verkauft. Das Interessante, was dabei war, ist, jeder war super begeistert. Wir haben keine einzige Rücksendung bisher bekommen. Der Markt im Langlebigkeitsbereich ist in den nächsten Jahren, wird sich der um ein Vielfaches vergrößern. Für uns ist das Spannende dabei aber, dass vor allem der meiste Fokus in Medikamentenforschung gehen wird. Für uns ist das ein immenses Potenzial, in dem wir uns eine Position rausschälen können, in der wir einen Vorteil haben und die anderen noch gar nicht draufschauen. Im Moment ist es so, dass derzeit fokussieren wir uns vor allem auf das Sammeln von Daten. Und es ist im Moment noch sehr, sehr mühsam, diese idealen Anwendungsfelder oder idealen Methoden oder zu finden. Aus diesem Grund wollen wir uns im weiteren Schritt darauf fokussieren, dass wir lernende Geräte entwickeln, die mit dem Kunden mitlernen und ihm dann eine ideale Behandlung vorgeben. Im nächsten Schritt wollen wir dazu Ende des Jahres zunächst in den B2B-Bereich gehen. Auf dem Weg wird es auch noch einige Patente zum Einreichen geben. Wir wollen uns aber vor allem eben auf den wirklich wichtigen Bereich fokussieren und Anfang nächstes Jahr schon lernende Geräte entwickeln. Im Moment suchen wir vor allem Tester und aber auch interessierte Partner oder vielleicht sogar Investoren. Also lasst uns im Anschluss reden. Ich freue mich drauf. Danke. Danke an die Bitch von Luminous Red. Es gibt schon Fragen. Simon ist interessiert. Wer der Simon fragt, bitte nicht vergessen, wie üblich feedbacker/GG20 und abstimmen. Super Pitch, ich finde es super interessant. Mir sind zwei Sachen aufgefallen. Aktives Instrument oder aktives Gerät und du hast das Stichwort Behandlung gesagt. Ja. Jetzt wollte ich noch Folgendes fragen. Habt ihr einen medizinischen Claim? Wenn, dann siehst du dich als Klasse 1, 1M oder 2A? Und wenn du sagst, das Gerät stellt sich auf den User ein und ihr seid ein Medizinprodukt, dann wird sämtliche Machine Learning oder Algorithmik, die sich anpasst, nicht erlaubt sein rechtlich. Das geht nicht so. Genau. Seht ihr das? Habt ihr Medizintechnik Gutachten? Weil es ist quasi ein Medizinprodukt. Genau. Also das habe ich nicht oder vergessen kurz. Derzeit ist es so, diese Technologie oder Methodik ist von der FDA bereits für gewisse Sachen wie Schmerzbehandlung und so weiter zugelassen. Man klassifiziert es dabei als Low-Risk General Wellness Device im Moment. Man kann es aber auch relativ einfach als Class 2 Medical Device zulassen. Natürlich diese lernenden Sachen, da sind wir noch relativ früh und da müssen wir auch noch sehr, sehr viel lernen, wie wir das genau umsetzen, damit wir da nicht zu sehr einem Medizinprodukt gleiten.
ich will nicht sagen, nicht zu sehr in einem Medizinprodukt leiten, gibt es nicht. Entweder du bist ein Mediziner. Genau. Ich habe das selber nicht das Problem, aber wir beide haben auch ein Medizintechnikunternehmen und Machine Learning in der Medizintechnik gibt es nicht. Also das kann nicht sein, ihr müsst das Produkt vorher durchdesignen. Habt ihr eine medizinische Indikation, sprich eine aktive, weil es ist ein aktives Produkt, was quasi Strahlung in den Körper, weil Licht ist Strahlung in den Körper initiiert quasi. Habt ihr da eine medizinische Indikation bzw. einen medizinischen Claim, weil dann müsst ihr entsprechende klinische Bewertung auch machen lassen und das ist nichts für nächstes Jahr. Genau, also wir haben wir machen keine medizinischen Claims, wir wollen eben deswegen genau gezielt in diese Bereiche der Optimierung oder auch Langlebigkeit und so weiter gehen und nicht irgendwelche Probleme wirklich lösen, sondern... Aber als Medizinprodukt brauchst du einen klinischen Claim, weil sonst sagt da jede Zulassungsstelle, die BASG, die AGES, beziehungsweise durch die MDR-Regelungen, was ist der Sinn eines Medizinprodukts, wenn ich eigentlich keinen medizinischen Mehrwert dahinter habe. Genau, also deswegen, im Moment sind wir in dem Bereich von einem Low-Risk-Device und brauchen deswegen keine Zulassung. Das ist eine super spannende Diskussion. Ja, okay. Meine Empfehlung ist, ihr kennt euch dann, der Simon Werber von DigniSense, hallo übrigens, erfolgreiches Medizintechnik-Startup auch in Graz, hat schon einiges an Know-how im Bereich Medizintechnik-Zertifizierung, tauscht euch aus, das ist ein heikles Thema.